So, jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein absoluter Lieblingskollege von mir. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Helmut Schleich. Sag ja, was, ich bin so ein Depp bin ich. Hey, da, wenn's das im Fernsehen, wenn's euch bringen, da Deutschlands dümmster Bankräuber. Hier. Hey, aber ich habe andererseits aber ich nicht ahnen können, dass mein Komplize ein Verbrecher ist. Hey, der schuldet mir nur 1,5 Monatsbeuten, der Mann. Da ist er ab über alle Berge, ist er da weg. Psch, bei den 7. Was weiß ich, verstehst du? Hey, anstatt dass man zusammenhält. Hey, grad heutzutage, ich sag das immer wieder, wir sind keine Russenmafia, hey, die wo Hunderttausende und Millionen umsetzt. Hey, das kleine Adidas-Taschel als Bombenattrappe, als Zettel für einen Schalterbeamten, mehr haben wir nicht. Hey, wie soll ich sagen, eine Ich-AG zur Erlangung zinsloser Kleinkredite bei Großbanken. Das sind wir. Ein Zettel, wo draufsteht, das ist ein Überfall, Bombe in der Tasche, Geld her, sonst bum bum. Da kann man lachen, das mag sprachlich holprig sein, wissen's. Inhaltlich hat's funktioniert. Gell, über Jahrzehnte. Da einmal 1200 Mark, damals noch D-Mark, da einmal 800. Gell, und wenn zu mir irgendwo ein Schalterbeamter gesagt hat, da schauen Sie her, Herr Grundner, gell? Man hat sie ja persönlich gekannt damals. Verstehst du, das waren nur die alten Werte. Wenn der gesagt hat, da haben sie 300 Mark oder was, mehr habe ich nicht. Keiner habe ich sie ihm geglaubt. Ja, freilich soll ja streiten auch noch anfangen oder was. Ist ja eine Überfallsituation. Hey, eine Schlange hinter dir, da machst du ja lächerlich. Verstehst du, wie soll ich sagen, jeder soll das geben, was er kann. Okay, das waren damals noch die alten Werte, die heute kein Fünferl von einem Funkenstück-Ding zeigt, gar nichts mehr wert sind. Okay, das sind heute alles nur noch lauter junge Kriminelle, möchte ich sagen, denen geht's nur noch ums Geld. Nur noch ums Geld. Hey, schau, ein Kollege von mir zum Beispiel, wirklich ein erfahrener Mann. Okay, der hat dir jede Raiffeisenbank im südlichen Oberbayern, hat der dir hier auf der Festplatte mit alle Fluchtwege parat. Alles. Okay, geht er letztes Mal rein, so ein aufgemöbeltes Kreditinstitut. Okay, hat er sich angestellt, so einen blöden Hut hat er aufgehabt. Okay, dann haben sie schon so deppert gelacht, dann kommt er dran, legt er das Zettel hin. Okay, dann sagt dieser arrogante Bankschnösel, sagt er zu ihm, ja, wie ist Ihre PIN? Verstehst du? Kein Respekt mehr. Okay, dann war er natürlich auch verunsichert, hat gesagt, ja, nein, er war ja da wegen Überfall. Okay? Dann sagt dieser Kerl da in seinem Designeranzug, sagt er zu ihm, nix da wegen Ü, Umlaute in der PIN sind unzulässig. Okay, zack, ab. Haben sie ihn gleich nach Bernau ins Gefängnis, haben sie ihn, da sitzt er jetzt und da haben ihn besucht. Okay, weil lang kriegt er nicht, dann hat er gesagt, sagt er zu mir, in diesen Gefängnissen heute, sagt er zu mir, du kannst es dir nicht vorstellen, sagt er. Aber es sind nur noch Verbrecher drin. Hey, er hat die Schnauze gestrichen voll, sagt er. Er geht in keine Bank dieser Welt, geht er mehr rein. Das ist die Situation, wissen Sie, und es zirkt da Kreise. Okay, der Junghans Wolfram zum Beispiel, dieser Spessel von mir, der ist ja im Nachbargewerbe. Okay, der ist Fälscher. Okay, der hat da in München freien Mann, hat der so eine Fälscherwerkstatt, weißt du, oder sich selber eingerichtet, da hat er so Schablonen, da geht er so drüber. Okay, da macht der Geldscheine, der Wolfram. Wie soll ich sagen, diese Geldscheine, wenn du in der Hand hast, okay, da siehst du sofort, die sind vom Wolfram. Verstehst du? keine perfekten Fälschungen, Liebhaberstücke. Okay? Rote 100er hat er jetzt einmal gemacht. Okay? Einen gelben 20er. Okay? Weil er sagt, diese Farben, sagt er, von diesen Euroscheinen heute, sagt er, das ist kriminell. Okay? Da hat er mir interessante Zahl, hat er mir gesagt, wenn er am Fälscherstandort München-Freimann einen 50-Euro-Schein in dem Sinn fälschen, wo ich weiß, dass er perfekt ist, dann kostet ihn das in der Herstellung 74,80 Euro. So weit sind wir heute, dass wir unser eigenes Geld nicht mehr fälschen können, weiß Steyr was. So weit, jetzt macht er gerade eine Umschulung, gell, haben sie ihm angeboten von der Agentur für Arbeit auf Automatenknacker. Okay, hat er gesagt, er überlegt sich, aber wenn, dann mehr aus Langeweile. Er hat total frustriert.
Hey, aber ich sehe es auch bei mir mit den Banken, sage ich mal, abseits von der Krise. Das sind heute keine Banken mehr, das sind Festungen. Okay, reduziertes Filialnetz, ausgedünnte Geldbestände, Telefonbank. Ha, da ruf einmal an und sagt, das ist ein Überfall. Hey, die lachen doch bloß noch dreckig und legen auf, verstehst du? Und dann hast du die Telefongebühren auch noch mit den scheiß Servicenummern. Hey, hey, da 01805, das da zahlst doch überhaupt nicht. Das ist na, wirklich, entschuldigen Sie, dass ich mich da jetzt so kurz vor Weihnachten so aufreg, wissen Sie, aber du musst heute. Musst du schon ein organisierter Krimineller musst du sein. Okay? Am besten im gehobenen Staatsdienst. Aber wie soll ich sagen, als kleiner? Okay? Ich möchte mal sagen, als anständiger, ehrlicher, kleiner Bankräuber, da bist du in diesem Land heutzutage der letzte Dreck, bist du da. Und das ist was, was viel zu wenig Leute überhaupt sehen. Wollte ich bloß einmal gesagt haben. Helmut, was magst du trinken? Du, einen Punsch, wenn du hast. Einen Kinderpunsch auf Eis, bitte, weil es doch relativ warm ist. Doch ein bisschen warm, herinner, ja. Wird sofort kommen, Kinderpunsch auf Eis. Ja. Das muss ich aber schon mal sagen, der Schal, Helmut, der steht doch total gut. Ja, du. Farben. Ganz ein Schicker bist du. Ja. Danke. Dass du auch so modisch bunten hast. Ja, ja, du, ja. Ich hätte gern, dass du ihn auch so bindest. Also, Helmut, magst du es ihm mal zeigen? Nein, das mag mir der Helmut nicht zeigen. Weil das steht mir überhaupt nicht. Ich binde mir meinen Schal so, wie ich mag. Plus, seit ein paar so Hirschen angefangen haben, dass sie das so machen, soll ich mir auch meinen Schal so binden. Er meint nicht dich, Helmut. Nein, er meint nicht dich, Helmut. Bloß damit du mal siehst, warte, habe ich dir mal gezeigt. Damit du mal siehst, wie blöd das bei mir ausschaut. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Ja, schaut total blöd aus. Schaut furchtbar blöd aus. Also bei dir, Helmut, super. Wirklich, Gottes Willen, aber da. Ja, aber das schaut bloß blöd bei ihm aus, weil der Schal zu kurz ist. Genau, sauber zu kurz ist. Ja. Darum schaut es blöd aus. Das schaut auch blöd aus, wenn der lang ist. Ich kaufe mir doch keinen 2-Meter-Schal, bloß damit ich mir den so umhängen kann. Ich mag doch das gar nicht. Du bist sowas von stur. Schau mal, der Helmut schaut doch, der schaut doch mit Schal viel besser aus als ohne. Der Schal, der unterstreicht deine Attraktivität. Genau, also, das wollte ich sagen. Ich meine, nicht bei dir schaut super aus, habe ich schon gesagt. Ja. Das meine ich auch wirklich so. Aber ich darf mir nicht so binden, weil ich hätte Angst, dass alle Leute sagen, oh, jetzt will ich auch modisch sein, jetzt will ich auch auf einmal modisch daherkommen. Ja, ja, ist ja nichts dabei, wenn man mal modisch ist. Also was ist denn dabei, wenn man mal modisch ist? Also, ich bin doch nicht blöd und leg mir selber eine Schlinge um den Hals, wo jeder bloß einen Backer braucht und zuziehen. Ja, sag einmal. Siehst du, klatscht zu einer. Du, aber. Hä? Oder? Das ist doch. Jetzt muss ich schon mal fragen dürfen, wer soll dich erwürgen wollen? Ja, was weiß ich, Neider gibt's immer. Ja, aber auf was soll man dir denn neidig sein? Da gehört zu jedem Schal gehört ein Beipackzettel dazu, dass wer sich den mit dieser blöden Schnöselflinge um den Hals legt, dass bei dem die Lebensversicherung nicht haftet. Also da gehört ein Aufkleber drauf, Schals können tödlich sein. Ja, jetzt reden wir aber von was anderem wieder. So schnell kann das gehen. Schnöselschal hast du jetzt gesagt. Ja, gut, dann reden wir von was anderem. Oder vielleicht noch besser, reden wir gar nichts. Und zwar hören wir ein wunderschönes Weihnachtslied an. Das ist vielleicht wirklich gescheiter jetzt.